willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, heute über Geek Performer, und ich möchte euch mitnehmen, was den Media Player angeht, also den Wavefile Player, vielleicht auch den MIDI Player, müssen wir mal schauen, wie weit wir da kommen und was ich da so vorbereitet habe. Vielleicht zeige ich auch etwas, was schon da ist. Fangen wir einfach mal an. Ich habe hier ein leeres Rackspace und gehe jetzt hier in mein Wiring, wo wir immer anfangen. Dann habe ich hier, wie gehabt, mein Audio In, mein Audio Out, das ist mein Scarlett 18i8 USB Interface. Ich habe ein MIDI In Omni und mein MIDI In, mein 73er Keyboard, was ich jetzt aber nicht brauche im ersten Schritt. Wenn ich jetzt mit rechts hier draufklicke, sehe ich hier unten Media Player. Ich habe einen Audio File Player und einen MIDI File Player und ich möchte mich heute mit dem Audio File Player beschäftigen. Ich mache den jetzt mal eben auf und wir sehen jetzt hier ein paar Dinge, die man machen kann. Wir sehen hier Single und Multi. Dann sehen wir hier Loop. Wir haben hier ein Go to the Beginning Button, ein Play Pause Button, Sync with Global Playhead, das ist, wenn man mehrere hat. Ich kann hier einen ganzen Ordner laden, wenn ich das möchte. Und ich kann hier ein Metronom spielen lassen. So, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir können hier den Delay einschalten. Das ist immer nur ein im Single Mode, und im Multimode können wir mehrere einschalten. Ich möchte gerne mehrere haben. Kann hier das File auswählen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich habe da auch schon was vorbereitet. Ich habe meine Songs hier in einem Ordner drin. Möchte euch heute mal mit End Nobody das Ganze vorführen. Ich habe jetzt hier den Klick. Da habe ich auch das Tempo hintergeschrieben. 104 ist nicht so relevant jetzt, weil wir ja den Klick daher bekommen und alles drauf abgestimmt ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen MIDI-Klick hätte, wäre das gut zu wissen. Dann könnte ich den MIDI-Klick auf 104 stellen und den dann synchron laufen lassen. So, der ist jetzt hier dran. Hier sehe ich gleich den Pegel, wenn ich Play drücke. Der Klick kommt startet ein bisschen später in dem Fall, der startet nicht von Anfang an. Dann kann ich hier die Lautstärke noch ändern und ich kann hier One Shot einstellen. Dann wird das Ganze nur einmal abgespielt. So, da kommt jetzt kein Ton. Erstmal drücke ich hier unten auf Aufnehmen, damit das auch aufgenommen wird, aber es kommt vor allen Dingen kein Ton, weil ich hier nichts angeschlossen habe. So, den MIDI-In könnte ich anschließen, dann könnte ich das Ding auch noch über mein MIDI-Keyboard direkt steuern. So, da ist jetzt der Klick drin. Relativ einfach. Das ist meine Masterspur. Das seht ihr auch hier. Masterlane ist the lane with the longest file. So. Jetzt laden wir hier einfach mal die zweiten rein. Warum man jetzt da wieder rein muss, ist eine gute Frage. Wir machen das jetzt mal anders. Ich lösche das jetzt mal hier. Und habe ja dann gesagt, dass ich hier ein komplettes File laden kann. Also einen kompletten Ordner laden kann. Das machen wir jetzt auch mal. Und zwar hier Songs, End Nobody, und dann mache ich hier Open. So, und jetzt hat er alle gleichzeitig da reingeladen. Jetzt drücke ich Play. Und dann fängt er auch schon an zu spielen. So. Das lasse ich natürlich nicht alles laufen, ich spiele das auch selber, aber wenn ich als Keyboarder mal nicht dabei bin, kann die Band das so natürlich auch gut spielen. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, die Lautstärken der einzelnen Spuren noch zu ändern. Zum Beispiel, wenn ich das Ding selber spielen möchte oder einfach noch was anpassen möchte, was ich halt vorher nicht hatte. So, dann kann ich hier auch die ganze Spur stumm schalten. Ist eigentlich wirklich ganz, ganz einfach. So, was, dann sieht man hier noch den, wie viel Samples, beziehungsweise wie viel Zeit das Wave-File braucht und an welcher Stelle wir uns hier befinden. Also dieser Wert ändert sich immer. So, jetzt mache ich das Ganze mal zu. Was jetzt noch spannend ist, jetzt möchte ich das Ganze natürlich in irgendeiner Art und Weise steuern. Dafür habe ich mir ein Rack-Panel fertig gemacht. Das zeige ich euch einfach hier. Ist einfacher. Nee. Da, so. Hier seht ihr auch, dass ich hier zusätzlich zum Audio-File-Player einen MIDI-File-Player habe. Und zwar habe ich hier beispielsweise einen MIDI-Klick mitlaufen. Ich habe bei einigen Audio-Files einen Audio-Klick. Das ist einfach noch der Vergangenheit geschuldet. Und bei ein paar habe ich einen MIDI-Klick, was ich persönlich auch geschickter finde, weil wenn wir dann das Backing weglassen und Tempoänderungen haben, können wir das so ganz einfach, ja, handhaben. So, jetzt ist natürlich wichtig, dass man die Sachen beide gleichzeitig startet. Dafür gehe ich jetzt hier auf Panel und habe mir hier vier Buttons fertig gemacht.
Wir gehen mal auf Editieren und gucken uns mal an, was wir da getan haben. Wir haben hier einen Button, der heißt Start Backing. Damit gehe ich in das Plugin Audio File Player, dann Play from Beginning. Das ist insofern wichtig, wenn ich mal das Backing gestartet habe und es irgendwo an einer anderen Stelle steht, bin ich so sicher, dass es immer wieder von vorne startet bei einem neuen Song. Es gibt auch einfach Play Pause, dann wird das Backing gestartet und gestoppt und beim nächsten Mal an der Stelle spielt es dann weiter. So, das Ganze steuere ich hier mit diesem Anschluss 1, Note on E3 Channel 1 merken. Beziehungsweise ich klicke jetzt direkt hier rüber. Diesen Button steuere ich mit dem gleichen Befehl, aber hier den MIDI-File-Player und da Play. Der kann leider nur Play, also der kann nicht vom Beginning anfangen, ist aber in diesem Fall auch nicht so schlimm, weil ein Klick sowieso überall gleich ist, solange der startet. So, dann habe ich hier zwei Stop-Buttons, die auch hier E3 Channel 1 über den gleichen Knopf gesteuert werden, also über meinen Master. Und habe hier einmal den Audio-File-Player. Hier habe ich aber Play-Pause, weil das eben Pause ist. Es gibt, glaube ich, auch gar keinen Stop. Können wir mal eben kurz gucken. Ne, gibt es tatsächlich nicht. Und für den MIDI-File-Player habe ich hier nochmal Play, weil der auch gleichzeitig Stop ist an dieser Stelle. So, was ganz spannend ist, ihr könnt natürlich mehrere Sachen steuern. Wir gehen jetzt mal hier den MIDI-File-Player durch. Wir können das Plugin auf Bypass stellen. Wir können den Editor aufmachen. Hier Play Pause, Play from Beginning, Play from Marker. Brauchte ich bisher noch nicht, kann man bestimmt auch nutzen. Man kann Loop On Off schalten. Man kann die Position verändern über ein Widget. Da ist der Button jetzt vielleicht nicht das Richtige. Könnte man mit dem Drehregler machen. Den Click Generator kann man ein- und ausschalten. Single Multiplay Mode kann man machen. Und man kann hier dann die Lanes einzeln starten. Und mit dem One-Shot kann man auch einfach dann ein oder zwei Takte nur durchlaufen lassen. Und ich kann das Volumen und das Output-Assignment ändern. Gut, File-Name ist jetzt nicht so wichtig, die Länge ist auch nicht so wichtig. Und hier beim MIDI-Player sind etwas andere. Hier kann ich die Songnummer wählen. Ich zeige das gleich nochmal. Kann hier nach vorne und nach hinten springen. Und auch ein paar Sachen ansteuern. Die habe ich tatsächlich noch nicht benutzt. Müsste ich jetzt auch reingucken, was das im Detail ist. So, jetzt gehe ich nochmal hier ins Wiring rein, in den MIDI-File-Player beispielsweise. Und hier seht ihr, dass man hier diverse Songs in diesen MIDI-File-Player laden kann. Es könnte auch sein, dass es sinnvoll ist, den ins Global Rackspace zu packen. Das habe ich bisher noch nicht probiert, weil mir das mit der Programmierung bzw. mit dem Verkabeln einfach zu aufwendig erschien und ich das nur bei 2, 3, 4 Songs überhaupt benutze. So, ich würde dann nochmal einmal hier auf den Audio-File-Player gehen. Da haben wir jetzt alles, glaube ich, besprochen. Wenn wir hier auf die drei Punkte gehen, können wir hier wieder ein Kick-Performer, User-Preset laden, speichern. Hier das gleiche auch. Das habe ich ja vorher schon mal gespeichert. Das könnte ich einfach übernehmen. Und der Rest ist eigentlich nicht so wichtig. Ja, und so bekommt ihr ganz einfach ein Backing in euren Kick-Performer.